Es gibt Menschen, die sind der Meinung, dass die Sonne an der aktuellen Klimaerwärmung schuld sei. Sie wird ein bisschen heller und heißer und deswegen wird es auf der Erde auch wärmer. Und wir wollen jetzt mal schauen, was die Astrophysik zu dieser These zu sagen hat. Hallo, liebe Leute. Es gibt ja Menschen, die meinen, dass die Sonne an der aktuellen Klimaerwärmung schuld ist. Ja, also sie wird einfach ein bisschen heller und heißer und deswegen wird es auf der Erde auch heißer. Und vielleicht war sie ja auch vor 100 oder 200.000 Jahren ein bisschen kälter und deswegen gab es damals die Eiszeiten. Ja, das wäre eine sehr praktische Sache, denn dann sind wir ja nicht schuld. Dann können wir weiter Auto fahren, wir können weiter mit den Fliegern rumfliegen und sogar Kohlekraftwerke betreiben. Und ja, wärmer wird es ja sozusagen sowieso. Wenn man jetzt aber die Leute fragt, die sich wirklich gut auskennen mit Sonnen und Sternen, das sind die Astrophysiker, dann sagen die, ne, das ist leider nicht so. Die Sonne ist in einem Zustand ihres Lebens, in dem sie sehr stabil brennt. Es gibt maximal Helligkeitsschwankungen um 0,1% und das ist zu wenig, um die aktuelle Klimaerwärmung zu erklären. Ja, die Skeptiker werden dann sagen, woher wissen die Astrophysiker das denn? Man kann ja nicht reingucken in die Sonne. Wenn man mit einem Teleobjektiv eine Aufnahme macht, dann sieht man nur diesen riesengroßen Gasballon. Unsere Sonne besteht tatsächlich aus Gas, also im Wesentlichen aus Helium und Wasserstoff und sie ist gigantisch. Sie hat einen Durchmesser von 700.000 Kilometern und ist damit also, ja, also zum Vergleich, wenn unsere Erde im Vordergrund wäre, vor diesem Foto hier von der Sonne, dann wäre es nur eine winzig kleine Kugel. Also, es ist ein gigantischer Gasballon und man sieht das Licht eigentlich nur aus den obersten, ja, so ein paar hundert Kilometern. Das ist die sogenannte Photosphäre und weiter reingucken kann man nicht. Ja, aber die Astrophysiker, die können trotzdem weiter reingucken mit ein bisschen anderen Methoden. Und sie haben inzwischen mit unzähligen Messdaten ein Standardmodell vom inneren Aufbau der Sonne entwickelt. Und ganz im Zentrum der Sonne, da geschieht die Energieproduktion. Und zwar wird der Wasserstoff, das leichteste Element im Periodensystem, wird fusioniert zu Helium. Also genauer gesagt die Atomkerne. Es ist ja so heiß und so dicht, dass die Atomkerne des Wasserstoffs zusammengedrückt werden zu größeren Atomen. Kern. Und dabei wird sehr, sehr viel Energie frei. Und was dabei auch noch entsteht bei diesen Reaktionen, das sind sogenannte Neutrinos. Das sind ganz spezielle Elementarteilchen und die hat man vor einigen Jahren auf der Erde nachgewiesen. Und zwar genau in der Menge, in der das Standardmodell der Astrophysiker es vorhergesagt hat. Und das ist eine ganz starke Bestätigung dafür, diese Messung der sogenannten solaren Neutrinos, dass unsere Vorstellung vom inneren Aufbau der Sonne und überhaupt von den Vorgängen der Sonne, dass die richtig sind. Ja, naja, dann werden die Skeptiker aber sagen, es gibt doch Sterne, deren Helligkeit tatsächlich hin und her schwankt. Und ja, das stimmt. Ja, wir können uns zum Beispiel mal eine benachbarte Galaxie angucken. Also Galaxien, das ist sowas wie unsere Milchstraße. Das sind Versammlungen von einigen 100 Milliarden Sternen. Und da kann man jetzt mal so eine Nachbargalaxie angucken mit einem Teleskop. Und zwar den Dreiecksnebel. Das ist M33. Das ist die Fachbezeichnung von dieser Galaxie. Und man kann mit einem Teleskop sehr genau ins Innere, ins Zentrum hineinschauen. Und im Zentrum, da ist die Sterndichte sehr, sehr hoch. Wir sehen hier so eine hoch aufgelöste Aufnahme und jeder dieser Punkte, die fast schon eher wie Rauschen aussehen, jeder dieser Punkte ist eine Sonne. Und was wir hier sehen, ist eigentlich kein Foto, sondern es ist ein kleiner Film über einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren. Und man sieht, dass die meisten Sterne eine konstante Intensität haben. Die sind also immer gleich hell. Aber einige blinken, insbesondere gibt es da einen etwas unterhalb der Mitte in Gelb, der immer mal wieder hell aufleuchtet. Das ist ein sogenannter veränderlicher Stern und er gehört zur Klasse der Cepheiden. Und die Astrophysiker wissen sehr genau, was das für Sterne sind. Und zwar ist es bei denen so, bei diesen Cepheiden, dass der Wasserstoff im Zentrum, der sie für so lange Zeit stabil mit Energie versorgt hat, der ist alle. Und jetzt laufen sie sozusagen auf Reserve, denn um jetzt noch Energie gewinnen zu können, müssen sie Helium zu noch schwereren Elementen fusionieren. Sie laufen also nicht mehr mit Wasserstoff, der ist alle, sondern mit Helium.
Und im Zustand des Heliumbrennens, so nennen die Astrophysiker das, in dem Zustand können sie instabil werden. Und tatsächlich werden sie dann im Laufe von Monaten oder auch Jahren oder noch längeren Zeiten, werden sie heißer und wieder kälter. Und wenn sie Planeten haben, dann werden diese Planeten heißer und wieder kälter. Aber unsere Sonne, die ist nicht in diesem Zustand. Sie ist in ihrem normalen Erwachsenendasein. Sie läuft noch lange nicht auf Reserve. Sie ist etwa vor 4,6 Milliarden Jahren aus einer gigantischen Gaswolke aus Helium und Wasserstoff entstanden. Die hat sich durch ihre Eigengravitation zusammengezogen, verdichtet. Es wurde immer heißer und schließlich zündete das Fusionslicht in der Sonne und die Sonne leuchtete auf mit dem Wasserstoff. Und der Wasserstoffvorrat, der reicht insgesamt 9 Milliarden Jahre und wir sind bei 4,5 Milliarden Jahre. Das reicht also noch ganz, ganz lange. Und auch für unsere Sonne ist es dann allerdings so, wenn der Wasserstoffvorrat alle ist, dann schaltet sie um auf Heliumfusion und bläht sich auf zu einem roten Riesen und wird instabil. Das dauert dann auch nicht so lange, dann ist das Helium auch nur alle und dann erlischt die Sonne und wird zum weißen Zwerg, der langsam ausglüht. Aber für uns heute, wir sind in der Mitte des Erwachsenendaseins der Sonne und da ist die Sonne extrem stabil. Jetzt werden die Skeptiker sagen, ja Moment mal, wenn ich da jetzt aber genau hingucke in diese Serie von gelben Kugeln, die unsere Sonne darstellen sollen, dann sehe ich doch, dass die immer heißer wird. Ja, stimmt. Da muss man schon genau hingucken. Also gerade ab heute etwa, also da diese 4,5 Milliarden Jahren, da sieht man, dass dieser gelbe Ball, der unsere Sonne symbolisiert, tatsächlich immer größer und heller wird. Das ist auch wirklich so. Im Laufe des Lebens der Sonne verbraucht sich der Wasserstoff und da gibt es so eine etwas komplexe Reaktion, die dazu führt, dass die Sonne immer heller wird. Sie brennt stabil, aber langsam immer heller. Und man kann ausrechnen, dass in ungefähr 500 Millionen Jahren unsere globale mittlere Temperatur auf der Erde die plus 30 Grad Celsius Marke überschreiten wird. Und das, heute haben wir plus 15, ne? Also das wäre eine globale Klimaerwärmung um 15 Grad. Und das bedeutet, dass im Sommer am Äquator die Ozeane zu sieden beginnen. Die Erde wird unbewohnbar. Ja, und das kommt tatsächlich dadurch, dass die Sonne ganz langsam immer wärmer wird. Insofern haben unsere Skeptiker da recht. Nur die Zeitskala. Es sind 500 Millionen Jahre. Es sind nicht 5000 oder auch nicht 50.000 Jahre, auch nicht 500.000 Jahre, sondern 500 Millionen Jahre. Also, es wird tatsächlich wärmer, bedingt durch die Sonne, aber extrem langsam. Die aktuelle Erwärmung, die kommt nicht von der Sonne. Die muss einen anderen Grund haben. Unsere Sonne ist super stabil. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.